Hey YouTube, willkommen zum nächsten Part meiner Road to Glory und heute beschäftigen wir uns natürlich mit dem zweiten Team zum Foot Birthday Event, denn wir haben ein paar Spieler bekommen, die uns perfekt weiterhelfen auf unserem RTG-Account für unser RTG-Team. Ich habe ja mein Team im letzten Video vorgestellt und habe ja gesagt, wenn Emre Can kommt, wäre es nice. Ich habe mir beide Spieler geholt, die jetzt im Foot Birthday Team 2 drin waren. Günther kam so out of nowhere, mit dem hat keiner gerechnet. Ich habe gestern im Stream sogar noch gesagt, boah, es wäre so nice, wenn irgendwie ein deutscher Linksverteidiger kommt. Also wirklich nicht ein Spieler aus der Bundesliga, sondern wirklich ein deutscher Linksverteidiger. Und siehe da, EA hat mich erhört quasi und Günther gebracht. Ich habe mir die beide jetzt geholt. Des Weiteren werden wir uns heute im Video kurz mit Payet beschäftigen. Gucken wir drauf, denn der ist der neue SBC-Spieler. Ganz kurz meine Meinung sage ich dazu. Ich will auf jeden Fall die beiden Herren ins Team einbauen und direkt auch gleich hier im Video noch mit den beiden Herren spielen. Deswegen gucken wir uns erstmal die Karten an. So, Emre Can kommt mit dem 5-Sterne-Skill-Move-Upgrade und sehr nice Sets für einen 6er. Ja, mittelhoch Arbeitsraten. Gut, ich sehe gerade, ich habe Emre Can leider nicht frisch gekauft. Ich habe den gesniped. Ich glaube, der ist gerade jetzt auch, wenn ich es nicht getan habe, sogar wieder bei 480.000 Coins. Von daher bin ich mit dem Preis zufrieden. Vielleicht sinkt ihr auch wieder, wenn ihr das Video schon seht. Ich nehme jetzt gerade am Samstagabend auf. Die 125k Lightning Round ist vorbei und habe jetzt eingekauft. So, Emre Can, 1,86 groß, mittelhoch Arbeitsrat. Perfekte Arbeitsraten für einen 6er. 5 Sterne Skill Moves. Ja, kann man, ist jetzt halt so Völlefanz auf der 6, ne? Irgendwie 5 Sterne Bigfoot, damit er halt beidfüßig passen kann, wäre vielleicht nicer. Aber gut, da sagst du auch nicht nein zu, ne? 5-4 ist trotzdem eine sehr starke Kombination. Gehen wir zu den Ingame-Sets. Tempo, 71 Antritt, 88 Sprintgeschwindigkeit, nice. Kurz die Zunge verschluckt, auch gut. Für einen 6er sehr starke Schusswert, muss man sagen. 92 Schusskraft, 82 Abschluss, 84 Stellungsspiel, nimmt man auf jeden Fall mit. Passspiel sehr nice, 91 kurzer Pass, 90 langer Pass, das sind so für uns die zwei wichtigsten Stats für einen 6er. Die sind extrem gut, Übersicht auch noch 86, sehr gut. Flanken für einen 6er, uninteressant muss man sagen, Effet 84, nimmt man mit. Dribbling, für einen Spieler mit einer Körpergröße von 1,86, 80 Beweglichkeit und 82 Balance auf der 6, super. Alle anderen Stats auch super, 90 Ruhe, 89 Dribbling, kann man nicht drüber meckern. Verteidigung, die Werte sind heftig. 91 Vierte Zweikämpfe, 89 Abfang, 87 Defensivbewusstsein und 85 Grätschen. Und Kopfballstark ist Emre Can sogar auch noch. Mit 91 Sprungkraft und 86 Kopfballpräzision und einer Körpergröße von 1,86 wird er auch das ein oder andere Kopfballduell im Mittelfeld gewinnen. 92 Ausdauer, klasse, 90 Stärke. Also wenn man bei Emre Can über eine Sache meckern will, was vielleicht nicht so top ist auf der 6, ist sein Pace. Sonst alles andere super. Super, super, super. Was mit dem Preis? Ich persönlich dachte eigentlich, dass Emre Can günstiger sein wird, aber diese Foot Birthday Promo ist auch so eine German Promo gefühlt. Und das wiederum führt einfach dazu, dass dass so ein Emre Can auch im Preis nicht ganz so günstig wird, wie erhofft oder gedacht. Ja, kann natürlich sein, dass, oder der wird noch sinken, wahrscheinlich mit den Tagen. Klar, wir sind jetzt habe ich den am ersten Tag gekauft, aber der wird noch sinken. Aber wir haben halt Reus, ist ein Perfect Link zu Emre Can. Dann haben wir Podolski, Özil, auch nochmal zwei weitere Deutschen. Dann haben wir Leroy Sané, der auch als Deutscher gekommen ist in der Foot Birthday Promo. Und natürlich auch Günther. Ja, also wir haben sehr, sehr viele Strong Links, beziehungsweise auch Weak Links aus anderen Ligen zu Emre Can. Weswegen halt, ja, die sich ein bisschen ja, hochspielen beim Preis. So, Emre Can haben wir durchgenommen. Werden wir gleich natürlich in-game testen. Ich werde den Campstyle umändern, glaube ich. Wobei, Hunter kann man eigentlich drauf lassen, oder? Wir schauen. Ja, doch, Hunter. Ja, ich lasse erstmal Hunter drauf. Mal gucken. Dann Günther. Ist aus dem Nichts gekommen. Geile Linksverteidigerkarte, muss man sagen. Nice Physis-Stats. Sehr starke Verteidigungsstats. Der hat einfach alles, was ein Linksverteidiger braucht. 5 Sterne Skill-Moves auch bei ihm am Start. Hochmittelarbeitsraten. 3 Sterne. Weak. Foot. Kostet rund 150.000 Coins zum jetzigen Zeitpunkt. Auch er wird deutlich sinken, weil er auch kein hohes Rating hat. Ja, er ist mit 85 der am niedrigst bewerteste Spieler aus dem aktuellen zweiten Team. Und durch Player Picks, also der wird so wie Sambia und diesen Moses Simon, wird diesen Günther wahrscheinlich fast jeder untradable irgendwo mal ziehen aus einem irgendeinem 81 Plus Pick oder was auch immer.
Naja, wir haben Günther erstmal mitgenommen. Ich will die halt testen. Deswegen packen wir die jetzt in den Verein und gehen jetzt ganz, ganz schnell mal in die SBC, in die SBCs rein. Und dann haben wir den guten Payet, Dimitri Payet. Man braucht nur ein Team. Hat einen Stronglink unter anderem zu dem guten Aouar, der ja gerade auch im zweiten Team drin ist. Allgemein muss man sagen, das zweite Team sieht heftig aus. Schreibt mir mal auf jeden Fall eure Meinung zum zweiten Team in die Kommentare. So ein Kent, Alaba Traoré, Atal vor allem. Atal so ein Spieler, den kannst du einfach auf jeder Position einsetzen. Das Einzige, was man an ihm zu meckern hat, ist halt die Legbarkeit, weil er halt, ja, man kann ihn mit den Spielern wie Mbappé oder Renato Sanchez, der ja auch noch als SPC heute kommt und so weiter und so fort, linken. Aber es fehlen halt die Stronglinks. Aber Payet, 5 Sterne Weak Foot bekommen, sieht nach einem ordentlichen 10er aus. Im Stream wurde ich gefragt, ob man ihn auch auf der Doppel 8 oder Doppel 6 spielen lassen kann. Nee, in einem 3er Mittelfeld ja, wenn ihr irgendwie drei zentrale Mittelfeldspieler habt, dann kann man Payet da spielen lassen, aber in einem 2er Mittelfeld eher nicht, mit den Defensivsets. Er hatte ja gar keine Defensivsets. So, und der Spieler soll auf, genau, die Frage war, ob man Payet durch Bruno Fernandes auf der Doppel-8 ersetzen könnte. Andersrum, ob man Bruno Fernandes durch Payet ersetzen könnte. Und Bruno Fernandes hat halt deutlich bessere Verteidigungssets, ne? Im Bereich faire Zweikämpfe, Defensivbewusstsein und Abfangen. Es muss nicht übertrieben krass sein, es muss stabil sein. Und das ist bei Payet absolut nicht gegeben. Aber alles andere sieht nice aus, bis auf seinen Pace-Wert, der könnte auch etwas heftiger sein. Interessante Karte, 86er-Team muss man für ihn abgeben. Passe ich. Mich erstens catcht der Spieler mich nicht wirklich, zweitens passt er bei mir so oder so nicht ins Team. So, das ist halt einfach der Grund, warum ich bei Payet passe. Und dann habe ich im Stream noch ein paar 81 plus Upgrade Packs gemacht hier auf dem RTG Account, Freunde. Und ich sage euch so, das Packlack auf dem RTG Account gestern im Video hatte ich ja schon, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, wenn ihr es gesehen habt, was ein krankes Packlack wir aktuell haben. Innerhalb von ein paar Packs, zweimal Mbappé gezogen, einmal untradable, einmal tradable. Dann in einem Pack 3 Foot Birthday Spieler drin und dann noch ein 86er Inform. Weiter aus dem 25 mal 83 Plus Pack war das, by the way. Und heute aus dem 81 Plus Player Pick haben wir niemand Geringeren als Cristiano Ronaldo gezogen. Ja, wir haben Cristiano Ronaldo hier auf dem RTG-Account gezogen. Krankes Packlack, muss man sagen. Und ich werde euch hier den Clip auch mal einbinden. Er ist halt leider ein bisschen abgeschnitten, weil ich die Aufnahme zu spät gestartet habe. Wir haben ein No-Look-Pack quasi gemacht. Und ja, hier meine Reaktion. Einfach Cristiano Ronaldo. Ei. Was mache ich denn jetzt mit dem? Hä? Was ist mit dem Packlack auf dem RTG-Account los? What is going on, man? I don't understand this. Ja, Freunde. Und damit haben wir dann auch Cristiano Ronaldo zweimal quasi untradable hier auf dem RTG-Account. Einmal den Flashback und einmal den normalen in der goldenen Variante, beziehungsweise in der UCL-Variante. Nimmt man aber gerne mit. So, dann, Iheanacho haben wir gestern im Video besprochen. Karim Benzema ist als La Liga POTM gekommen. Ist nicht so teuer, man braucht 85er Squad und 83er Squad. Also wenn ihr viele 85er Untrades im Verein habt, dann könnt ihr sogar drüber nachdenken, Benzema zu machen, um ihn dann in einen anderen SBC abzugeben. Weil spielerisch, ihr wisst, was ich meine. So, wenn zum Beispiel ein High-Rated SBC irgendwo angefordert ist, 89er SBC. Bei der 89er SBC könnt ihr halt nicht so viel mit euren 85ern anfangen. Und durch die Player-Picks wird der eine oder andere viel von euch haben. Auch Duplikate und weiß nicht, in welche SPC er sie packen soll, dann packt sie einfach in Benzema, macht das so immer mit den Duplikaten schön in Benzema rein und zack, habt ihr einen 94er Spieler für eine High-Rated SPC. Ansonsten, Benzema wäre gar nicht so verkehrt, wenn er mehr Pace hätte. Ne? Das Problem ist, es ist nicht nur Pace bei ihm, sondern auch die Kombination aus Beweglichkeit und Balance. Und das alles zusammen lässt ihn halt in-game stucky anfühlen, wie so ein Truck. Das ist halt das Problem. Seine Schusswerte sehr geil, seine Passwerte für einen Stürmer übertrieben nice. Die anderen Dribbling-Sets, ja, wenn man Beweglichkeit und Balance mal ausgrenzt, auch extrem stark. Kopfball stark ist er. Stärke ist nice, Ausdauer ist nice. Aber er fühlt sich in-game leider nicht schnell genug an und das ist das Problem bei Benzema. Ja, das kurz dazu.
Gehen wir noch ganz kurz zurück. Neuigkeiten. Der Spieler, der jetzt noch dazugekommen ist, FIFA 19. Ich weiß, also ich habe jetzt noch keinen Leak. Wir haben im Streamer drüber gesprochen und gehen davon aus, dass es Kondogbia sein wird. Denn der war ja im FIFA 19 sehr beliebt und der spielt ja jetzt bei Atletico Madrid. Ja, vielleicht ist es Kondogbia. Mal schauen. Und dann ist noch ein weiterer Spieler zum Erspielen gekommen, und zwar der gute Chuduri. Und ich muss sagen, der sieht auch wie ein richtig starker 6 aus in-game. Ja, die In-Game-Sets sind sehr nice. Kann ich euch wirklich nur empfehlen zu erspielen. Vor allem die England-Links. Ne? Er linkt zu einem Ryan Kent, Weak-Link. Er hat aber auch Strong-Links zu einem Ricardo Pereira. Er hat Strong-Links natürlich zu Walker, zu Joe Gomez, zu Reece James, zu Jones, zu Rashford. Also ist wirklich eine nice Karte zum Erspielen, muss ich einfach sagen. Auch eine Karte, die sehr, sehr gut spielbar ist. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Bisher die Foot Birthday Promo, könnt ihr sagen, was ihr wollt, mit die beste Promo in FIFA 21, meiner Meinung nach. Wirklich eine super Promo bisher. Könnt mir gerne auf jeden Fall mal die eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns in das Foot Champions Menü. Und ja, so sieht unser Team aus, unser RTG-Team. Wie gesagt, Mr. Cristiano Ronaldo ist jetzt auch untradable auf die Bank mit dazugekommen. Und ja, wir haben eine kleine German Connection hier, ne? Wir haben 8 deutsche Spieler. Dazu noch 2 Franzosen und ein Brasilianer. Finde ich cool. Ich finde das Team sehr nice, muss ich sagen. Und wir spielen in der Dreierkette. Und da muss ich auch nochmal mich kurz entschuldigen. Denn gestern im Video habe ich die Dreierkette gezeigt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich vergessen, euch noch die Anweisungen zu zeigen. Sorry an der Stelle. Da war ich irgendwie lost. I don't know. Aber ich gehe jetzt nochmal rein. Und zeige euch nochmal kurz im Schnelldurchlauf meine Taktiken zur Dreierkette. Breite auf 5. Ausgeglichen beim Defensivstil. Tiefe auf 8. Dann Offensivstil ausgeglichen, Breite auf 5, Spiel am Strafraum auf 5, Ecken und Freischüsse jeweils auf 2. Aufstellung. Mal gucken, ob es passt. Ja. Günther lassen wir jetzt LIV, League-End-Verteidiger hier spielen jetzt. Sambi und Emre Can auf der Doppel-6, beziehungsweise Doppel-8. Und ja. So passt. Und jetzt die Anweisung, die beiden Stürmer auf Standard. Özil als 10er kriegt für mich und bei mir für Flanken in den Strafraum. Die beiden Flügelspieler kriegen nur defensiv verstärken, also der LM und der RM. Und die beiden Sechser, Emre Can und Sambia, kriegen bei mir hinten bleiben bei Angriffen, am Strafraumrand bei Flanken und Mitte abdecken. Beide. Ich hatte es erst so, dass ich einem gesagt habe, er soll sich nach vorne orientieren und für Flanken in den Strafraum. Hat aber bei mir dazu geführt, dass doch eine große Lücke da in der zentralen Mittelfeldposition entstanden ist. Und deswegen hinten bleiben bei Angriffen, am Strafraumrand bei Flanken, die 3 Innenverteidiger auf Standard und der Keeper, Flankenfänger und TV Libero. Ja, das sind meine Anweisungen zur Dreierkette. Und jetzt gehen wir rein und testen die Spieler. Ich muss mal ganz kurz gucken, Günther, wegen dem Chemistry Style, der ist hier auf Sentinel. Kann man eigentlich lassen. Kann man lassen. Antritt müsste, eigentlich müsste ich Antritt pushen. Man kann auch über... Ja, die Sache ist halt, leider sind seine Tempowerte nicht ausgeglichen. So, er hat ja 95 Antritt, 95 Geschwindigkeit, wäre nicer. 89 Antritt, muss mal gucken, wie sich das auswirkt. Ich lasse jetzt erstmal auf Sentinel. Wenn ich merke, okay, ich brauche da doch ein bisschen mehr Antritt, dann gehe ich einfach auf Shadow. Weil mit Shadow kommt er auf 99 Antritt. Shadow gibt plus 10 Antritt dazu. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir aber rein. Tus Legasthenie hat auch den guten Prinz Poldi abgeschlossen. Und das war's. Okay. Gehen wir rein. Schauen wir mal, was Emre Can und der gute Günther. Wird eh schwer, die jetzt wirklich krass in Szene zu setzen. Es geht einfach ums Team im Allgemeinen. Ne? Noch habe ich ja gar nicht so viele Spiele mit diesem Team gemacht. Ich habe einfach Bock drauf. Schauen wir mal, wie das Gameplay ist. Vielleicht ist das kein guter Zeitpunkt, um jetzt zu spielen, aber naja. Sambia, nice. Gut draufgegangen. Sambia, lauf. Lauf einfach. Podolski startet in der Mitte. Ich sehe ihn. Die Flanke kommt perfekt. Und Prinz Poldi. Lu, Lu, Lu. Lukas Podolski. Let's go. Das war eine super Flanke von Sambia. Sambia, by the way, Freunde, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis eine 10 von 10. Boateng, schöner Ball auf Mbappé.
Podolski, du musst laufen, Junge. Poldi! Reus! Glücklich. Glücklich, dass der Ball zu Reus kommt. Aber Reus macht ihn. Ich habe Reus, by the way, einen anderen Campstyle gegeben. In meinem Video zu Reus habe ich Engine gespielt. Jetzt mittlerweile spiele ich ihn auf Fanta. Stark von Günther. Nice, Günther. Özil startet. Guter Ball von Podolski. Özil. Das ist ein absolutes Foul von Boateng. Also eine absolute Notbremse, meine ich. Gibt die rote Karte. Mal gucken. Er geht raus. Okay. Schade, ich hätte den Freistoß gerne geschossen. Na gut, dann gehen wir rein ins nächste Game. Der Jürgen Bürger. Im zweiten Game treffen wir auf einen Jürgen Bürger. Schön von Emre Can. Schön, da Messi direkt gehindert, den Konter zu starten. Lukas direkt mit dem nächsten Ballverlust. Holt sich mal aber wieder. Zusammenarbeit mit Emre. Emre Can starte. Geh. Geh einfach, Junge. Schade. Reus. Reus auf Poldi. Und der haut ihn rein. Kriegt den Ball auf seine linke Klebe. Kein Problem. Für Podolski. Ich wollte Reus sagen. Oh. Was ist ein Lost Moment. Digga, ich bin heute so lost. Emre Can. Lauf. Der Gegner, der spielt irgendwie nicht. Naja, dann gucken wir mal, was Emre Can für einen Schuss hat. Özil, komm, Junge. Stark, Emre. Sehr nice. Gut abgefangen. Machen wir mit dem Player-Lock. Auf Podolski. Podolski im 16er. Natürlich unter Bedrängnis. Schwierig, den da präzise ins Eck zu bringen. Komm, Emre. Hol dir den Ball. Nice. Özil auf Poldi. Poldi mit dem Directional Nutmeg. Und dann hauen wir den ans Lattenkreuz. Boateng muss dazwischen. Und da kassieren wir mit dem ersten Treffer in diesem Spiel, ersten Schuss von ihm in diesem Spiel, das 1:1. Özil auf Reus und dann sind wir direkt wieder da, 2:1, Mesut Özil auf Reus und Poldi vorher auf Mesut Abi. Özil, guter Ball auf Poldi, der mit dem Lupfer, nice. 3:1. Schöner Ball auf Poldi und der optimal mit dem Lupfer drüber. Emre Can, Özil, Reus. Emre Can im Zusammenspiel mit Reus. Schön gespielt. Und Reus vollendet den perfekt ins lange Eck. Emre Can ist dazwischen. Nice. Podolski. Ah, der Pass auf Özil kommt nicht an. Aber Reus ist immer noch am Ball. Schön gemacht. Pelasico. Und dann der Finesse zum 5:1. Reus ist wirklich wow. Also wenn ihr immer noch in Überlegung seid, ob ihr Reus machen sollt. Freunde, ich kann euch den Mann nur empfehlen. Ihr könnt ihn im Sturm spielen, ihr könnt ihn auf dem Flügel spielen. Super, super starker Spieler. So, Günther. Von dem Ben Yedder lässt sich nicht abhängen. Sehr nice. Günther fängt ab. Reus empfängt. Özil legt ab nach außen zu Mbappé. Und der spielt auf Poldi, der nimmt kurz an mit dem Berberspin in die Mitte. Legt ab und Marcus Reus vollendet auch diesen Angriff zum 6:1 Endstand. Das Team macht Spaß, muss ich euch einfach sagen. Ich finde das Team sehr, sehr nice mit diesen ganzen deutschen, mit all den deutschen Foot-Birthday-Spielern. Und darum geht's einfach auf meinem RTG-Account, dass ich Spaß habe. Gestern im Stream wurde auch gesagt, Style, du musst CR7 einbauen und so weiter und so fort. Und ich meinte nur,
Nee, muss ich nicht. Ich muss CR7 nicht einbauen. Ich spiele mit CR7 durchgehend auf meinem Main-Account. Es reicht schon, dass ich hier quasi Mbappé eingebaut habe, den ich auf meinem Main-Account durchgehend spiele. Da brauche ich nicht auch noch den CR7 unbedingt einbauen. Wir haben den auf der Bank als Super-Sub, falls mal was sein sollte. Das Team ist nice, es macht Bock. Mal gucken, bis zu welchem Punkt. Und wenn es anfängt, keinen Bock mehr zu machen, dann beende ich die Weekend League einfach. Ne? Es zwingt mich ja keiner, die Weekend League bis zum Schluss durchzuziehen. Einfach so lange mit meinem RTG-Team spielen, solange ich Lust habe. Und wenn es anfängt, keine Lust mehr zu machen, ab einem gewissen Zeitpunkt, einfach beenden. So. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Es zwingt euch ja keiner, die Weekend League zu spielen. Vor allem für die Rewards lohnt es sich ja nicht. Wir machen es einfach nur, weil wir suchtig sind. Und damit verabschiede ich mich. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es nicht getan habt. Ich bin raus. Peace out und ciao.